wunderschönen guten Morgen. Heute mal wieder ein Movie von mir. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir gerade in Bangkok angekommen. Ihr seht ja die Skyline. Die Mama ist auch neben mir. Sag hallo. 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 No, no, no look on the door. Wir werden jetzt zur Schwester fahren. Da werden wir mal ein paar Aufnahmen machen, wie die leben. Die hat ja einen Friseurladen. Und da ist Otto. Ja, ich nehme euch heute den ganzen Tag mit in Bangkok. Mal sehen, wo wir noch hinfahren. Und ich hoffe, es wird interessant. Also, würde ich sagen, wir sehen uns. Bis gleich. So, da sind wir. Auf der rechten Seite. Da ist es schon, hat mir einen Parkplatz besetzt gehalten. So, und da werden wir mal gucken. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Otto auch am Start. Otto hat sich gefreut. Bitte Papa Kussi. Noch ein. Ah, Saljuro. So, ihr seht ja hier. Ich werde mal kurz draufhalten. Wir sind jetzt bei der Schwester. Da werden wir jetzt in den Raum gehen. Ich werde euch immer mal mitnehmen. Ich halte mal kurz rum. Wir sind in so einer Seitenstraße hier. Wartet. Ja. Ihr seht ja, die Oma, meine Frau und Otto. So, sieht man hier. Ich weiß nicht genau, was es ist. Eine Werkstatt. Und hier sieht man, ne? Ja, halt Bangkok. So, Otto wieder, komm, wir gehen. Warte, warte. Papa dreht so rum. So, da ist er wieder. So, komm her. Ja, 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 ja. Der freut sich. Komm her. Ja, 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 ja. Ah. So. Luko, same this car, na? You can make for video, duet, yeah? It's together, yeah. Ja. Jetzt wo sie mitkriegen, jetzt wollen sie mir ständig helfen und Ratschläge geben. Es ist aber so, ich mache auf YouTube mein eigenes Ding und muss auf keinen mehr hören und Ratschläge nehmen. Das, was ich bis jetzt geschafft habe bei YouTube, habe ich allein geschafft, natürlich mit meinen Freunden. Und ja, ja, lassen wir es einfach. So, ich drehe die Kamera nochmal rum und läuft mit Otto jetzt ein bisschen langsam. So, ja, Papa. So, dass man es einmal sieht. Ich weiß natürlich nicht immer genau, was für Geschäfte hier sind. Oh, ja. Ein Einkaufslädchen und immer mit den Kindern drin, sieht man es. Ja, das ist eben hier immer das Problem. Man muss genau aufpassen in Bangkok, wo man langläuft. So, wir gehen jetzt in die Gasse rein, wo die Schwester wohnt. Ich blicke noch nicht ganz durch. Ubai Ranahan. Yeah. Also, meine Frau fährt jetzt wieder ins Restaurant.
Fischlein. Ja, ohne Tiefkühlung, aber einfach hingelegt. Ja, das ist so, dass die Thais das essen können ohne Probleme. Die haben ja genug Keime in sich, also stört die das alles nicht. Sawadikap, die Schwester mit der Tochter. So, bye bye. So, und hier gucken wir nochmal rein. Otto! Komm her! Komm her! So, ich mache noch mal kurz Cut und melde mich gleich wieder. Bis gleich. So, hier sind sie noch mal. Wir sind jetzt immer noch in der Kasse. Also Otto wollte unbedingt zu dem Häschen hier. Hä? Ja, ein Hase. Komm, wir gehen wieder zurück. Papa will noch ein bisschen filmen. Komm her. So, dass man das mal sieht hier alles. Das Stahlstoffhandel. Hier ein Essensladen, ja, es sind alles kleine Bütchen und im Prinzip ist so, ich muss mal nach Otto und nach dem Verkehr gucken, dass die Leute gleich hier oben drüber wohnen. Ja, sieht ganz schön wüst aus, ne? Was macht er hier? Hat er Schlüsseldienst oder was? Ja, warte, hier. Hier sind auch noch die alten Pissrinnen, sieht man sie hier. Ja, sieht ganz schön wüst aus. Ich muss es mir nochmal richtig angucken, wenn ich zu Hause bin. Ja? Ja, Frau Buddha. So, wir gehen gleich mal rein in die Wohnung. Oder das ist ja ein Haircut-Laden. Und die Wohnung. Oh, guck mal, ein Hasi hier. Na? Komm mal her. Hier. Hasi. Hä? Also hier ist der Friseurladen. Und dahinter wird gleich gewohnt. Warte, wir gucken mal. Ah, so, hier wird gleich gewohnt. So, hallo, Jurop. Und da hinten ist die Toilette. Ja, viel mehr haben sie nicht. Das reicht denen ja auch. Mama. Ja, ja, warte, komm, sag mal einer. Ja, da ist ein Hasi hier. Komm her. Papa nimmt dich doch mal. Du, guck mal, halb Jura freut sich. Sagst du gleich Hallo. Gibt's einen Kuss hier? Gut, also, wir werden jetzt erstmal richtig guten Tag sagen, Kaffee trinken und dann sehen wir uns nochmal. Bis gleich. Die Mutti muss natürlich rauchen, für unsere männlichen Zuschauer. Sowas. So, und ich werde jetzt nochmal reinhalten, weil ich glaube, ich war zu schnell. Für Buddha. Zwei Sitze. So, einmal da zum Haare waschen. Dann hier zum Haare schneiden. Hier noch der Hase. Ja, das ist halt so typisch Thai, ne? Hier sieht man ja, wie sie schlafen. So. Also Platten. Hm.
weiß gar nicht, was hier verkauft wird. Ich muss mal fragen. Moment. Hier. Burg. Lupinbar. Also Fisch. Da weiß ich nicht, Fisch, lala, in Anier. Bar. Lupinbar. Das ist hier. Ach, das ist die Soße dann. Das kommt dann hier in die Körbchen rein. Kost, Talai, Sippat. Sippat. Mei auch. Hat mich gerade gefragt, ob ich das essen will, aber mir schmeckt das nicht und scharf schon gar nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten wir aufgenommen haben. Ich werde jetzt einfach mal Grüße rausschicken an Claudia Müller, die mir auch geholfen hat. Schönen Dank, Grüße gehen raus. Ansonsten, ja, Otto ist auch gerade wieder, dann machen wir das hier drinnen. Komm, wir sagen bye bye. Komm her. Komm. So, also, in dem Sinne, Abo nicht vergessen, wäre toll. Du musst in die Kamera reingucken, Schatzi. Abo wäre nicht schlecht. Wenn ihr wissen wollt, wann ich online gehe, müsst ihr die Glocke nach oben betätigen. Ansonsten bleibt gesund, bleibt mir treu und werdet glücklich. Also, bis die Tage, bye bye. Sagst du noch bye bye? Und tschüss, Handkuss hier. Die Papa noch Kuss hier. Da muss ich einen holen, ne?